Rumänien-Austausch, Hamburg. Die Schulklassen der Stadtteilschule Bergstedt machen sich regelmäßig auf eine herausfordernde Reise nach Rumänien. Bevor der Tag anbricht, Spiel und Schule gibt's in seinem Leben nicht. Das kleine Dorf in Afrika ist sein Zuhaus. Doch der Lohn der Eltern reicht für sie nicht aus. In unserem Projekt beschäftigen wir uns mit behinderten Menschen in Bratka, die in einem Heim leben, und spielen mit denen, beschäftigen sie, singen mit denen und versuchen halt, was mit ihnen zu machen. Das Projekt wird von einer Jahrgangsstufe in die nächste übergeben. Das Teilen der Erfahrungen ist wertvoll und wichtig, damit sich die nächste Klasse auf ihre Aufgabe gut vorbereiten kann. Ich erwarte von der Reise, dass ich viele neue Menschen kennenlerne und auch gut mit ihnen klarkommen werde. Das Besondere an dem Projekt ist, dass die Jugendlichen den Umgang mit Behinderten in verschiedenen Ländern reflektieren. Vor Ort stellen sie eine echte Unterstützung dar und diskutieren mit Jugendlichen aus Rumänien, um gemeinsam ihre Eindrücke zu reflektieren. Dafür laden sie die Rumänen nach Hamburg ein und bleiben auch nach dem Besuch in Kontakt und Austausch. Also am Anfang war es schon etwas komisch. Man musste sich erst darauf einstellen, Englisch zu sprechen. Aber nach einer Weile ging das dann immer besser und man hat sich dann auch gut mit denen verständigen können. Für ihr Projekt sammeln die Jugendlichen Spenden und machen in der Schule auf ihr Anliegen aufmerksam. Der Einsatz liegt ihnen sehr am Herzen. Das spüren sie selbst, aber auch die Menschen mit Behinderung, mit denen sie viele schöne Stunden erleben.